Hallo. In unserer Region hat der Winterweizen bereits das EC-Stadium 37-39 erreicht. Das heißt, das Farnblatt ist am Schieben. Es ist nun an der Zeit, diese Bestände abzusichern und die obersten drei Blattetagen mit Fungizidschutz zu belegen. Unsere Empfehlung zur Bekämpfung und zur Vorbeuge auf die Krankheiten Septoria, HTR, DTR, Gelbrost und Braunrost ist das neue Mittel Revitrex plus Komet einzusetzen. Mit den Aufwandmengen von 1,2 Liter Revitrex gefolgt von 0,4 Liter Komet. Natürlich geht auch noch das bewährte Adexar mit einer Aufwandmenge von 1,3 Liter einzusetzen. Beide Maßnahmen können mit einem Wachstumsregler zusammen behandelt werden. Hier ist unsere Empfehlung, mit Medax Top zu arbeiten. Je nachdem, wie wackelig die Bestände sind, wie stark wir noch einkürzen müssen, zwischen 0,3 und 0,4 Liter pro Hektar Medax Top inklusive dem 0,3 bis 0,4 Kilogramm pro Hektar Turbo.